Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute mit dem Thema, warum habe ich eigentlich mit Fitness damals angefangen und habe nicht weiter getanzt zum Beispiel. Viel Spaß bei der Story. Also die Story ist eigentlich ziemlich dumm, sage ich mal in erster Linie, denn ich hatte damals nur knapp so 65, 66 Kilo auf den Rippen, weil ich immer nur getanzt habe. Ich war einfach mega leicht und dünn. Habe ich auch in meinem 10 Dinge, die ihr nicht wusstet, Video mal erzählt und habe gesagt, ich mache ein Video drüber, deswegen jetzt das Video. Und irgendwann hat mir das einfach gereicht, weil ich gemerkt habe, Frauen zum Beispiel haben größere Kleidergröße in Klamotten als ich. Und dann dachte ich mir, okay, das kann so nicht weitergehen und habe dann halt angefangen zu trainieren und ich war schon immer recht definiert und schlank, also ich hatte nie Probleme irgendwie ein Sixpack zu haben zum Beispiel, ich hatte schon ganz ganz früh ein Sixpack und habe dann angefangen zu trainieren, habe mich aber erstmal richtig richtig hart hochgefressen. Ich habe dreiviertel Jahr 8000 Kalorien am Tag gegessen, damit ich irgendwie zunehme, weil ich habe einfach nicht zugenommen, egal was ich gemacht habe. Ich bin zwar ein bisschen muskulöser geworden, aber dann war das ganz schnell vorbei, dass ich stärker geworden bin oder dass generell ich irgendwie Muskulatur aufgebaut habe. Und dann habe ich gedacht, okay, Daniel, jetzt ziehst du durch, du frisst einfach jetzt wirklich alles. Und ich habe auch wirklich alles gegessen. Also ich habe das Ganze nicht clean gemacht. Also ich empfehle das auch niemandem so zu machen, wie ich das gemacht habe. Aber ich dachte damals, es gibt keine andere Möglichkeit und ich muss es so machen. Bin dann tatsächlich hoch bis auf 92 Kilo und das sah dann auch wirklich nicht mehr schön aus. Ich hatte Zellulite hier am Latt, mein Trizeps sah komisch aus, null Definition mehr. Sixpack war immer da, richtig strange eigentlich, dass das Sixpack einfach nicht wegging. Aber ich bin eher so, ich setze halt hier hinten so am Rücken irgendwie Fett an. Das ist so meine Problemzone und das wird auch als letztes definiert. Und habe dann gemerkt, so, wow, okay. Breaken wurde auch immer schwieriger, Treppen steigen wurde schwieriger, Kurse geben wurde schwieriger. Also habe ich meine erste Diät gestartet. Und habe dann so alle Sachen ausprobiert. Low Carb, High Carb, Low Fat und so weiter. Und irgendwie nicht mein Ding gefunden. Und das erste Mal, dass meine Diät dann aber richtig funktioniert hat, war damals bei der FIBO. Das kennt ihr schon aus dem FIBO-Transformationsvideo. Und ob ich meine Form zu toppen dieses Jahr. Ja, und da war Intervallfasten für mich einfach das Ding so. Ich bin eh so der Typ, ich frühstücke nicht gerne und esse lieber später. Ich habe nie Probleme, dass ich irgendwie viel Hunger habe. Deswegen ist das für mich gar kein Thema, dass ich einfach erst spät esse. Und da hat das erste Mal richtig gefruchtet. Ich wurde richtig definiert. Ich bin jetzt auch nicht hier irgendwie fett oder sowas, ne? Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich ganz gut im Moment, aber da war nochmal eine Nummer krasser als jetzt, plus noch ein bisschen mehr Muskulatur und das war echt eine krasse Zeit, da war ich mega zufrieden mit meiner Form und ja, aber warum habe ich mit Fitness angefangen? Einfach aus Eitelkeit, so. Ich glaube, fast jeder Typ, der nicht irgendwie gesundheitliche Probleme hat, er fängt einfach aus oberflächlichen Gründen damit an. Später gab es auch mal eine Zeit, da war das mehr wie Therapie für mich, weil ich damit Dinge verarbeitet habe und mir das Halt gegeben hat. Ich hatte jeden Tag eine Aufgabe und wenn ihr, dazu gibt es auch ein Video aus der 30 Days Shred Challenge, jetzt auch glaube ich schon 2 Jahre her. Schaut mal in den alten Videos nach. Leute, der Grund, warum ich mit Fitness angefangen habe, weil ich einfach ein verdammter Lauch war. Und ich bin jetzt immer noch nicht überkrass, aber ich fühle mich auf jeden Fall wohler als damals. Und ich empfehle das jedem von euch, der sagt, okay, ich bin nicht zufrieden und ihr seid öfter unglücklich mit eurem Körper. Ey Leute, dann bewegt euren Arsch und verändert was. Dann fangt einfach an und zieht es durch. Es kommt erst mit der Zeit, kommt die Motivation dann. Ihr braucht keine Motivation, um anzufangen. Ihr müsst es einfach nur machen. Ja, das war das Wort für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentar unten,
eintippen, wenn ihr irgendwas über Fitness wissen wollt. Ich helfe euch gerne weiter. Und abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.